Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu Kampfplaza Part Nummer 10. Wir befinden uns immer noch im Kampfplaza und wir haben heute ein Team bestehend aus Kurelei, Zenlong, Kokowai, Capofala, Amigento und Mimima. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn ich einen Gegner gefunden habe. Wir haben unseren ersten Gegner gefunden und zwar der, aus Japan, genau der. Und er hat ein Team bestehend aus Anegro. Sie ist glaube ich Anegro, ne? Knackhack, Mimima, Kapuriki, Buzzwall, Mosquito, glaube ich. Und Voltriant. Gut, dann wollen wir mal schauen. Ich hätte jetzt hier Alola Knogger mit. Ist jetzt ziemlich gut gegen drei Pokémon von ihm. Capofala ist auf jeden Fall nice, dadurch, dass er keinen Psycho-Switch in hat. Ich glaube, ich leade sogar mit Capofala. Wobei, nee, Capofala sollte er am Ende aufräumen. Wir leaden mit Mimikma. Das machen wir. Nehmen Zenlong noch mit. Ach ne, ja, zwei Feen. Machen wir besser doch nicht, oder? Mimima ist halt super gut gegen Zenlong, das ist halt so die Sache. Nehmen wir Amigento mit? Nee, auch nicht. Kokowai? Auch nicht. Kurelei? Wir nehmen Kurelei mit und Capofala. Wir haben drei Feen. Aber er hat auch nichts Starkes gegen Feen, deswegen sollte das passen. Ja, wir nehmen jetzt drei Feen mit und schauen einfach mal, wie das so wird. Okay, ich dachte gerade, ich wäre der Links und habe mich gefragt, wo mein Outfit hin ist. Okay. Mimima spiele ich hier mit rote Karte. Capofala mit Choice Scarf und Kurelei mit den Überresten. Das ist ein Call Mine Kurelei Set, also im Fall der Fälle sollte das auch immer noch aufräumen. So, wir liegen hier mit Mimima. Und er leadet mit Knackhack. Sehr guter Lead. Die Frage ist jetzt, greifen wir an oder setupen wir uns? Oder gehen wir fürs Irrlicht? Wir gehen fürs Irrlicht, weil wir sind nämlich schneller. Oder? Nee, nicht mal unbedingt. Nee, sind wir nicht mal. Aber er geht fürs Irrlicht. Moment. Dadurch, dass er schneller ist, das war super dumm von mir. Das war super dumm. Das war super dumm. Jetzt aktiviert sich die rote Karte. Und wenn er jetzt in ein Pokémon rausgewechselt wird, welches es nicht stört, verbrannt zu werden. Okay, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Okay, Mimima wird geburnt. Das ist vollkommen okay. Das passt. Okay. So, leider geht der Kostümspuk dadurch nicht kaputt. Das wäre halt super gut. Aber das passt. Wir gehen jetzt hier für Schattenstoß, um seinen Kostümspuk kaputt zu machen. Er wird uns auf jeden Fall nicht genug Damage machen, weil er halt einfach geburnt ist. Und wir gehen für Schattenstoß, machen seinen Kostümspuk kaputt. Das passt. Und er geht für eventuell wahrscheinlich die Dunkelklaue, oder? Ja, Dunkelklaue. Und das macht über 50%, leider. Ich weiß nicht, ob Schattenstoß killt. Kann Schattenstoß killen? Ich glaube nicht. Ich habe halt keine Dunkelklaue drauf. Und einen 100%igen Switch haben wir auch nicht. Aber wir können uns gleich mit Kurelei setupen. Wir gehen nochmal für Schattenstoß, um einfach Damage drauf zu bekommen. Und dann können wir gleich mal einen Burn down gehen lassen. Und ja, das killt nicht ganz. Und er geht wieder für Dunkelklaue. Okay. Er hat danach noch Knackrack. Wir können uns jetzt auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut mit Kurelei setupen. Das ist richtig gut. Und ich glaube, je nachdem, was dann sein letztes Pokémon ist, könnte Kurelei das sogar wahrscheinlich schon gewinnen. Ich glaube, er wird noch ein spezielles Pokémon mit haben. Von daher passt es, wenn wir uns hier jetzt ein bisschen mit Calm Mind hochboosten. Das könnte funktionieren. Das könnte durchaus funktionieren, ja. Schauen wir mal. Ich finde Call Mine Kurelei richtig cool. Ich finde ja, Kurelei ist ein besseres Flogges. Einfach wegen der Fähigkeit. Aber ich glaube, die wäre... Lol, als ob. Wie viel macht das? Autsch. Ich glaube, ich bin komplett physisch defensiv. Komm, der ist geburnt. Das macht nichts. Nichts. Zero macht es.
Bitte, Kurelei tankt es jetzt, ist nichts. Ah, easy. Nicht mal 50%. Da kommt der Call Mind. Also wir sind plus 1, das ist schon mal sehr gut. Das passt. Dunkelklaue soll... Ja, wir haben auch noch die Leftovers. Das heißt, ich muss jetzt nicht mal für Synthese gehen. Das hat einfach nichts gemacht. Und das ist gerade tatsächlich ziemlich gut, dass Burn nur 6% zieht und keine 12%. Weil sonst würde er jetzt ja in der nächsten Runde sterben. Und so haben wir noch eine weitere Runde Zeit, um uns zu setupen. Das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Und ich frage mich, ob er drin bleibt. Oder ob er vielleicht sogar auswechselt. Er greift weiter an, okay. Er lässt uns weiter hochboosten. Dies macht halt nichts. Nothing. Aber wenn ihr jetzt gleich trotzdem für eine Synthese plus 2, sollte so oder so wahrscheinlich ausreichen, schon um zu gewinnen. Von daher passt es. Und mit der Synthese sind wir auf jeden Fall schneller, weil wir Priorität haben. Also ist egal, ihr könnt auch schneller sein, das wird ihm nicht viel bringen. Aber er überlebt noch eine Runde, ne? Wir gehen nochmal für Command, weil er noch eine Runde überlebt. Eine Runde Burn sollte er noch überleben und dann gehen wir für die Synthese. Er setzt Dunkelklaue ein, kein Crit. Also Crit soll uns auch nicht killen, aber das war ein Crit, oder? Nee, krass, okay. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal für Call Mind und heilen uns jetzt mit Synthese hoch. Das sollte passen. Gehen jetzt hier Leftovers Recovery plus Synthese gleich. Und er sollte dann, glaube ich, in der nächsten Runde dann am Burn sterben, oder? Ja, nein, vielleicht. Überlebt er das noch? Überlebt er noch eine Runde? Nein, oder? Wir gehen jetzt hier erstmal für Synthese. Wir sind jetzt auf plus 3, das ist ziemlich nice. Und wir outspeeden, weil wir, Fähigkeit und so. So, Synthese kommt. Und wir sind fast wieder voll. Er geht nochmal für die Dunkelklaue, ist okay. Ich frage mich, ob er jetzt stirbt oder nicht. Ich glaube, wenn er überlebt, gehe ich sogar nochmal für Synthese, dass wir so voll wie möglich sind. Oder? Schauen wir mal. Und er geht down, okay. Das hat sich damit erledigt. Knackhack, wie gesagt, sollte kein Problem sein. Wir sind komplett physisch defensiv. Ihr habt ja gerade gesehen, ich meine, klar, er war geburnt, aber es hat halt trotzdem super wenig Damage gemacht, die Z-Attacke. Nicht mal 50%. Geht jetzt hier ein Knackhack. Ich glaube, auch ein Iron Head sollte uns nicht killen. Bin mir ziemlich sicher. Er könnte gesashed sein, auf jeden Fall, klar. Er ist gesashed. Er ist auf jeden Fall gesashed. Sonst würde er das nicht machen, oder? Und... ja, er ist gesashed. Okay. Wir sind auf jeden Fall mit Cabo Fala noch gescarft, im Fall der Fälle. Das heißt, als Bienen würden wir ihn sowieso. Jetzt ist die Frage, tanken wir noch eine Q? Hier wird Zauberschein. Tanken wir noch eine Q, Kurelei, bitte. Die ist nur ein Knackrack. Spaß, es wird unendlich viel Damage machen auf plus 2. Aber wir sind komplett physisch defensiv. Kurelei, bitte, 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 bitte. Nein, okay. Cabo Fala ist gescarft. Ich würde so gerne wissen, was sein letztes Pokémon ist. Ich würde es super gerne wissen. Voltgeant wäre, glaube ich, okay. Er hatte kein Pokémon, was Psycho resistet oder gar sogar abfängt, oder? Nee, hat er nicht. Also können wir so oder so safe für Psyshock gehen. Ja, Zweden durch den Scarf. So, Knacker geht down. Ich hoffe ja, Negro, aber ich glaube nicht, dass er... aber Negro wäre speziell. Ich glaube, er hat Voltgeant mit. Und von Voltgeant sollten wir, glaube ich, noch einen Hit tanken. Ist Voltgeant sein Kapori... ja, nein, das ist nicht gut. Dies ist nicht gut. Weil er macht damit unser Feld kaputt. Okay, wir sollten, glaube ich, outspeeden. Tankt er zwei Psyshocks auch ohne... oder tanken wir überhaupt einen Elektroattack? Oh, keine Ahnung. Das wird richtig knapp. Okay, Psyshock muss jetzt über... doch, Psyshock sollte über 50% machen. Er outspeedet? Warum outspeedest du? Warum outspeedet er? Ich meine, ich weiß, das Ding ist extrem schnell. Ist er gescarft? Ah, wie dumm. Ah, ich hätte den Kampf super gerne gewonnen. Ah, warum outspeedet er? Es hat 130 Base in it, aber scarft sollten wir ihn trotzdem outspeeden. Aber man spielt doch nicht scarft. Ich sehe ja auch kein Life-Orb oder so. Ich glaube, er wird gescarft sein. Man spielt auch kein Scarf Kaburiki mit 130 Base in it. Holy shit, was denn bei dem passiert? Ah, okay. Ich darf mich nicht beschweren, er hat ja dadurch gewonnen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im nächsten Kampf. Bis gleich.
So, wir kämpfen gegen die nächste Japanerin. Bin mal gespannt, was sie so mit hat. Wir sehen wieder, wieder Garchomp und Kaburiki. Diesmal sehen wir Schabelle und Zestila, Garados und Kufa, okay. Mir gefällt Kokowai sehr gut, muss ich sagen. Ich werde auch mit Kokowai leaden. Zenlong nicht so. Nee, Zenlong nehmen wir nicht mit. Capo Falla geht, glaube ich, auch safe, ja. Ja. Und Mimima, würde ich sagen. Passt es? Das sollte passen. So, Kokowai, Capo Falla und Mimima. Kokowai macht halt gegen fast alles einen sehr guten Job und tankt auch sehr viel. Von daher, glaube ich, ist das ganz gut. Einfach mal schauen. Was? Garados könnte Eis dann haben. Ich hoffe mal, sie liegen nicht mit Garados. Dann sollte es, glaube ich, passen. Und Kagoron. Das ist, glaube ich, okay. Ich glaube, das ist okay. Weil wir... Haben wir das drauf? Ja. Weil wir Flammenwurf haben. Nice. Kokowai mit Flammenwurf. OP. Und ich glaube, Kagoron hat nicht mal unbedingt etwas Effektives, um uns anzugreifen. Ich glaube, man spielt keine Flugattacke. Ich glaube, man spielt eine Stahlattacke und eine Pflanzenattacke oder so. Als ob das Luftschnitt kann. Yo! What the fuck? Warum macht das so viel Damage? Ich dachte, das Ding ist defensiv. What the fuck? Okay, wir kriegen unsere Citrobeere und essen die auch nochmal. Aber ich glaube nicht, dass wir noch einen Luftschnitt tanken. Yo! Okay, folgendes. Na, machen wir das? Ich würde mir Kokobai eigentlich echt gerne aufsparen. What the fuck, warum macht das so viel Damage? Gehe ich raus in Mimima oder lasse ich Kokowai sterben? Ja, Kokowai verliert eigentlich gegen den Rest eigentlich auch fast. Also fast jeder hat was Effektives, außer Gufa. Aber gegen Gufa würde ich auch mit anderen Pokémon fertig werden. Gehen nochmal für Luftschild. Wir lassen jetzt hier Kokowai down gehen. Das ist okay. Und wir gehen jetzt raus in Mimima. Bisschen Boost und es erhöht seinen Spezialangriff. Als ob. Als ob. Killt Capo Fallas Donnerblitz? Ja, sollte er eigentlich. Ich denke schon. Capo Falla hat einen echt guten Spezialangriff. Und der Flammenwurf von Kokowai war gerade auch schon sehr stark. Oder? Killt er? Doch. Doch, ich glaube schon. Wenn nicht, hätte ich ein Problem. Dann müsste mir immer alles alleine machen. Komm, kill bitte. Das killt nicht. Para. Full para, bitte. Oh ja. Predicted. Oh. Holy shit, okay. Ich glaube, er lässt Kagoron hier down gehen. Ja. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Okay. Das passt. War viel mehr Glück als Verstand, aber ist okay. Ich wollte mir halt meinen Kostümspuk auf jeden Fall aufsparen. Und okay, sehr knackig damit, das ist in Ordnung. Wir gehen jetzt hier raus mit Mima, wir haben die rote Karte, also falls er auch für ein SD gehen sollte, wäre das kein Problem. SD wäre sogar perfekt. SD wäre richtig gut. Und es kommt ein Gift-Heap. Okay, das ist in Ordnung. Das passt. So, unser Kostümspuk geht down. Das Problem ist, was ist ihr letztes Pokémon? Das Problem ist halt, bitte Kaburiki. Garados. Okay. Wir sind schneller als Garados, das heißt, wir können es auf jeden Fall verbrennen. Das ist ganz nice.
Ja, das ist in Ordnung. Das können wir auf jeden Fall machen. Kaporiki wäre richtig gut, weil dann würden wir unser Psychofeld auf jeden Fall safe nochmal rausbekommen. So, Gyarados ist geburnt und er geht für Drachentanz. Das ist okay. Wir gehen jetzt direkt für Knuddler, weil wir auch einen Angriffsdrop bekommen können. Ich will mich jetzt nicht mit SD hochboosten. Ich hoffe, dass wir trotzdem genug Damage machen. Oder guten Damage machen. Dass er geburnt ist, ist schon mal richtig gut. Ich glaube aber trotzdem, dass wir das verlieren werden. Ich bin mir nicht sicher, je nachdem, ob Gyarados, wobei, ja, wenn er sich jetzt, ich weiß nicht, wie viel Damage er Dings macht, Mimikma. Und wie lange hält das Psychofeld noch? Es müsste, okay, es verschwindet jetzt. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Also er muss mich jetzt auf jeden Fall angreifen. Und ich muss hoffen, dass Mimikma hier jetzt noch einen Hit tankt. Und nicht geflincht wird auf jeden Fall. Ey, nochmal für drei. Das ist dumm. Jetzt gilt mein Schattenstoß, oder nicht? Oder? Doch. Wenn jetzt nochmal Knuddler... Bitte triff mich immer. Danke. Jetzt kommt nochmal Knuddler. Plus Burn. Boah, das wird richtig close. Ah, ich glaube, das killt nicht. Ich glaube, ich brauche jetzt einen Crit oder so. Aber dann kann ich für... Nee, ich kann ja für Moonblast gehen, ne? Knackhack darf nicht gesashed sein. Warte. Oh, nein. Oh, jetzt... tankt er den Schattenstoß. Ah, daran habe ich nicht habe ich echt nicht mit gerechnet. Oh, lol. Oh, lol. Ja, RIP. Da kommt Knirscher. Und der killt mich immer zwar noch nicht mal, aber ich hätte für Knuddler gehen müssen. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Aber ich gehe jetzt nochmal für Schattenstoß, weil Schattenstoß... plus Burn sollte jetzt hier killen. Weil dann kriegt er nicht nochmal Damage auf Kapufala raus. Oh, das killt noch nicht mal, oder? Doch, oder? Bitte kill. Also ich glaube, Kapufala kann noch was tanken und wir sind gescarft. Das heißt, ich kriege ihn... Aber wenn er... Ich weiß nicht, ob sein Knacker gesashed ist und er überlebt es sogar. Krass. Kapufala sollte auf jeden Fall noch was tanken. Ich hoffe, er geht nicht für Kaskade und flinch mich oder so. Okay, das wird richtig, richtig close. Ich weiß nicht, ich glaube, sein Knackhack ist gesashed. Jeder spielt Sash Knackhack, oder? So, gehen jetzt für Moonblast. Outspeeden wir? Nein, oder? Ich glaube, er outspeedet. Der ist mein Wecker. Der sollte nicht klingeln, aber er klingelt. Das war ein Crit, oder? Hä, als ob das auf einmal... Ach, come on. Ah, super dumm. Ich habe echt nicht mit Mega Gyarados gerechnet. Ah, okay. GG. Ich hätte für Knuddler gehen sollen. Okay, leider beide Matches verloren. Ging super lange. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao.